3 aktuell. Themen, die bewegen. Immer mittwochs um 21 Uhr im norddeutschen Fernsehen N3. Ob Werftenkrise oder Lebensmittelskandal. Ob in der Region bei jedem Wetter oder Berichte über spektakuläre Ereignisse. N3 aktuell präsentiert Informationen und Hintergründe, die Norddeutschland bewegen. Mit Friederike Krumme und Jens Ohlesen. Einheitliche Vorschriften her. Herr Mortensen, Ihre Firma hat da drüben einen sogenannten N3 aktuell. Also ein ob vor Ort oder aus dem Studio. Skandal auf die Landwirte. Verkaufen Sie jetzt mehr, weil im kontroversen Meinungsaustausch kommen alle zu Wort. Abgeschreckt sind, überhaupt noch irgendwas zu essen. Na, dann hätten die Leute an der Küste auch noch mehr Verständnis für gehabt. Wenn an der Ems irgendetwas passiert, dann sind Sie wahrscheinlich die Ersten, die schreien. Es sind die personellen Möglichkeiten in diesen Häusern nicht gegeben. Ein Zwergpudel wird mich oder ein Pekinese wird mich kaum anfallen und so schwer verletzen. Vorbereitungen für eine neue Sendung von N3 aktuell. Mittwochnachmittag, 7 Stunden bis zur Live-Sendung. Noch viel Arbeit für die Redaktion und Moderator Jens Ohlesen. Ja, ich komme dann gleich runter in den Schneiderraum. Ja, also N3 aktuell, das ist die Sendung im norddeutschen Fernsehen mit Themen, über die man in Norddeutschland spricht. Also es kann Erdbeben sein in der Türkei, das kann aber genauso gut die Auseinandersetzung sein über den Nationalpark Wattenmeer. Und wir sind halt entweder gern vor Ort oder wenn wir aktuell reagieren wollen, dann senden wir aus dem Studio immer mit Gesprächspartnern und immer mit Filmen und möglichst mit kontroverser Diskussion. N3 aktuell. Im Sekretariat laufen alle Fäden zusammen. Hier sind schnelle Entscheidungen gefragt. Kurz vor 3, Zeit für die Redaktionskonferenz. Schön, dass Sie da sind. Übrigens, heute was Besonderes. Wir schalten nach einem TED. Holen Sie sich schon mal Zettel und Stift. Okay. Also, und Sie ist unter 4 Minuten. Die Redakteure machen sich auf den Weg. Die Filmbeiträge müssen noch angesehen werden. Abnahme im Schnittraum. Der letzte Beitrag wird gerade fertig. Er liebt sich das mit guten Arbeitsbedingungen trotzdem. N3 aktuell mit Jens Ohlesen. Die Themenauswahl funktioniert in einem Diskussionsprozess. Da weiß man, was liegt an, was ist das Thema der Woche, was könnte in Norddeutschland interessieren. Haben wir schon über das Projekt das letzte Mal ordentlich berichtet? Sollen wir das nochmal aufgreifen? Was wird nächste Woche Mittwoch das Thema sein? Das entscheidet man auch schon eine Woche vorher und versucht mit ein bisschen Fingerspitzengefühl das herauszufinden, über das nächste Woche wirklich diskutiert werden wird. Und da wollen wir natürlich dabei sein. Textabnahme in den Redaktionsräumen. Wie sieht das eine gute Arbeit? Die Autoren lesen ihre Texte vor. Um jede Formulierung wird gefeilscht. Geordnete Verhältnisse, keine illegalen Frauen, keine Zuhälter. Ein Modell nach dem Motto, nur wer gut lebt, bringt gute Arbeit. Sprachaufnahme im Tonstudio. Hier bekommen die Filmbeiträge ihre endgültige Fassung. Okay, gut, dann Achtung bitte für und das bei der Kantine. Noch eine Stunde bis zur Live-Sendung. Moderator Jens Ohlesen auf dem Weg ins Studio. Die letzten Vorbereitungen für N3 aktuell. Die Kulisse wird ausgeleuchtet. Die Kameraeinstellungen werden festgelegt. Absprache mit der Regisseurin. Genau, die werde ich irgendwann mal ansprechen. Die sprechen Sie auf jeden Fall an. Genau, alle werden angesprochen. Der Ablauf der Sendung wird einstudiert. Die Positionen werden geprobt. In der Maske wird der Moderator fernsehgerecht geschminkt. Spucke reicht. Technische Absprache in der Regie. Jetzt wird's ernst. So, jetzt ist hier halbwegs Ruhe. Wenn Sie uns bitte freundlicherweise nochmal sagen können, wenn wir genau anfangen. Letzte Handgriffe. Die Mikrofone werden eingerichtet. Kurz vor Sendebeginn. Die Regisseurin gibt das entscheidende Kommando. Stopp. N3 aktuell. Themen, die bewegen. Immer mittwochs um 21 Uhr im norddeutschen Fernsehen. Ganz klar, N3.